Eine alte Börsenweisheit besagt, dass Bärenmärkte dann enden, wenn alles so schlimm zu sein scheint, dass es eigentlich gar nicht mehr schlimmer kommen kann, wenn alles nur negativ gemalt wird, dass dann alles, was irgendwie kommt, vielleicht sogar eine positive Überraschung ist. Und Bullenmärkte enden dann, wenn alles so super zu sein scheint, alle so euphorisch sind, dass eigentlich gar nichts schief zu gehen können scheint, aber eben doch viel schief gehen kann. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktflüstern. Wir sind unzweifelhaft in einer Phase, wo die Bullen das Gefühl haben, was soll schon schief gehen? Wir haben den Fed-Put, wir haben die Garantie, dass die Fed uns nicht mehr in die Parade fährt, wie noch Ende letzten Jahres mit Autopilot, Bilanzreduzierung, Zinsanhebung. Das Thema ist gegessen, die Zinsen sind erstmal eingefroren. Da haben wir nichts zu fürchten, so die Auffassung. Dann Handelsdeal, naja, gibt so ein paar Störmeldungen, aber wird schon. Die werden da schon deichseln, haben doch beide ein großes Interesse, ein ökonomisches Interesse, dass das auch wirklich funktioniert. Außer Acht lassen, dass da eben viel mehr Faktoren eine Rolle spielen als eben nur die reine Ökonomie. Und überhaupt die Gewinne doch so toll, alles so super, naja. Wenn man, wie es derzeit der Fall ist, bei den S&P 500 Unternehmen zu 97% Non-Gap berichtet und nicht Gap, dann ist da natürlich Tür und Tor geöffnet, die Zahlen ein bisschen zu schönen. Ganz kurz, Gap ist ein praktisch internationaler Standard der Bilanzierung. Non-Gap ist so eine Sonderform, die es ermöglicht, eben einmalige Aufwendungen, irgendwelche außerordentlichen Ereignisse schön rauszurechnen, aber das öffnet eben Tür und Tor für besonders kreative Buchführung. Und das haben wir heute zum Beispiel bei Walmart gesehen. Aber dazu gleich mal mehr. Gehen wir erstmal chronologisch vor, was heute passiert ist. Und wir starten mit The Deutsche BIP. Und das wollen wir uns mal anschauen. Hier sind wir reingekommen, nicht negativ, was dann eine technische Rezession gewesen wäre, sondern mit einem Plus von 0,08%. Allerdings ist das Vorquartal, also das zweite Quartal, nach unten revidiert worden von minus 0,1% jetzt auf minus 0,24%. Da hat also nicht viel gefehlt und wir hätten im zweiten Quartal eine minus 0,3 gesehen. Das wäre dann schon etwas herber. Wir haben also jetzt gerade noch uns über die Nullerlinie gerettet und die Märkte haben aber kaum mehr positiv reagiert. Und es gibt einen Grund dafür, dass sie nicht positiv reagieren, denn bei zweitem Hinsehen ist das, was dann der Scholzomat gesagt hat, unser lieber Finanzminister aus Hamburg-Altonau, der hat nämlich gesagt, naja, seht ihr, dann brauchen wir doch keinen Stimulus mehr zu machen. Und das ist genau das, was die Märkte eigentlich nicht wollen. Eine Umfrage der Bank of America, Merrill Lynch, hat ja immer wieder gezeigt, dass für die großen Player wirklich wichtig ist, dass Deutschland da was macht, dass Deutschland stimuliert. Und das wird jetzt erstmal abgesagt, weil sich eben die deutsche Regierung sagt, naja, alles nicht so schlimm. Wir haben 0,08% Wachstum gesehen. Wir sehen, dass vor allem aus dem Export nochmal positive Impulse kamen. Dass aber doch vor allem die Investitionen zurückgegangen sind, dass selbst Bauinvestitionen zurückgegangen sind. Also da deutet manches schon auf ein schwieriges viertes Quartal hin. Also positive Nachricht eigentlich, keine Rezession, aber letztendlich dann doch eine vergiftet positive Nachricht, weil eben kein Stimulus kommt. Das war das eine. Dann hatten wir eine seltsame Nachricht gesehen von Daimler, die gesagt haben, wir machen Investitionsstopp, wir investieren nicht mehr und wir werden die Personalkosten nach unten fahren. Das ist natürlich jetzt nicht so die ganz tolle Message. Die Aktie von Daimler über 4% im Minus und ist jetzt weniger wert als Tesla. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Unternehmen, das immer so ein bisschen an der Pleite vorbeischlittert, hat man das Gefühl, sehr großen Liquiditätsbedarf hat. Jedenfalls ist das schon eine erstaunliche Situation. Das hat insgesamt den Autosektor natürlich belastet, weil man da keine Zukunftsperspektive wirklich gesehen hat. Und dann haben wir zum Thema Handelskrieg interessante Dinge gesehen. Da hat man gesagt, okay, wenn seitens des Handelsministeriums, hier Gao Feng wieder der Sprecher des Handelsministeriums, nochmal klar gemacht, okay, der Handelskrieg hat mit Zöllen begonnen, also muss er auch mit Zöllen enden. Und wenn wir diesen Phase-1-Deal unterschreiben wollen, dann muss eben die Zölle abgebaut werden, Subtext komplett abgebaut werden, mit der Abschaffung der Zölle enden, so praktisch die Aussage. Und dann haben wir auch noch wirklich Positives gehört, dass nämlich die Chinesen weit, weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, was die Sojabohnenkäufe aus den USA betreffen und dass man nach wie vor massive Probleme hat, weil die Chinesen eben sagen, nein, wir können dieses Volumen von 50 Milliarden Dollar, das ist viel zu viel. Und weil man
in zentralen Punkten eben der Forderung der Amerikaner nicht entgegenkommen kann und will. Dementsprechend zieht sich das weiterhin. Der Phase-1-Deal dürfte so schnell nicht unterschrieben werden, wenn er jemals unterschrieben wird. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Aber sei es drum, was haben wir noch? Wir haben dann positive Zahlen gehabt von Walmart. Das hat Donald Trump auch gleich gefeiert, hat gesagt, guckst du, haben wir doch keinen Einfluss, keine Beeinträchtigung durch Zölle. Sonst würde Walmart nicht so tolle Zahlen geschrieben haben. Aber wenn man sich diese Zahlen mal anschaut, dann ist es so, dass man schlichtweg seine Steuerquote hat hervorragend reduzieren können, nämlich um 5,4% auf nur noch 24,1%. Und das Unternehmen hat einen Free Cashflow von 6,88 Milliarden Dollars und hat allerdings in einem Jahr für Dividenden und Aktienrückkäufe fast 10 Milliarden Dollar ausgegeben, also mehr als man eigentlich an operativen Cashflow hat, hat daneben noch so um und bei 75 Milliarden Schulden, das nur ganz am Rande. Dann hatten wir gestern auch Cisco negative Zahlen, by the way, die Aktie dann auch unter Druck. Wir haben dann das Thema Fed. Jerome Powell hat ja heute nochmal ausgesagt. Er hat gesagt, ich sehe nirgendwo einen Boom eigentlich in den USA. So ein paar merkwürdige Aussagen, die da ein bisschen rausgekommen sind. Er sieht keine große Schuldenhebelung der amerikanischen Wirtschaft. Nein, die US-Unternehmen sind nur so stark verschuldet wie noch nie in der Geschichte. Das gilt für viele andere Kriterien auch. Die Staatsverschuldung sowieso auf Allzeithoch mit über 23 Billionen Dollar. Und wir haben die Fed, die gestern Abend gesagt hat, naja, liebe Kinder an den Finanzmärkten, wir haben uns überlegt, für diese Repo-Aktionen, also für die Liquidität, die wir den Banken zuschießen mussten, offenkundig, weil da ein paar Herrschaften aus dem Bankensektor offenkundig Liquiditätsengpässe hatten. Da werden wir erstmal die Namen dieser Banken nicht nennen, nämlich 2 Jahre lang nicht. Da darf man dann wahrscheinlich als Historiker später dann erfahren, dass die eine oder andere Bank kurz vor dem Exitus gestanden hat. Sonst wäre ja diese massive Intervention nicht nötig gewesen, die die Fed hier gestartet hat. Was haben wir noch? Wir haben natürlich brillant bullische Märkte derzeit und sehen, dass wir auch in Sachen Konjunktur, also ein paar Bremsspuren haben wir heute, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesehen. Die sind das erste Mal aus dieser Range ausgebrochen, seit dem Sommer nach oben ausgebrochen, 225.000. Und wir sehen hier, die Unemployment Rate geht nach oben für die zwischen 15 und 64-Jährigen. Und das passiert gerne mal so kurz vor einer Rezession. Das ist also etwas, was zu beobachten ist. Der Arbeitsmarkt hat seinen Hochpunkt hinter sich in den USA, wie es aussieht. Und die Märkte haben die ihr Euphorien-Level schon hinter sich? Das ist die große Frage. Wir sehen hier eine Grafik, die ich Ihnen zeigen wollte hier, dass wir jetzt erst das 11. Mal in der Geschichte die Situation haben beim S&P 500, dass wir 25 Tage über dem 10-Tages-Durchschnitt geblieben sind, ohne den jemals einmal zu testen. Das gab es bisher nur 11 Mal in der Geschichte des Index, der bis in die 90er Jahre zurückreicht. Also wir sind total bullish, was soll schon passieren? Wir sehen massive Investitionsquoten an allen Orten. Es ist alles super, es kann alles nur besser werden. Jetzt kommt die Jahresendrally, das wird mein Thema dann heute beim Webinar sein. Startet jetzt die Jahresendrally? Naja, ein bisschen Rally haben wir ja schon gesehen und alle gehen davon aus, jetzt kommt die Weihnachtsrally noch oben drauf. Aber wird die kommen? Da ist die Frage. Schauen wir uns mal die Dinge an in den Charts. Was wir hier sehen, ist der S&P 500, die Charts von Capital.com, bei 3090 Punkten. Wir erholen uns ein bisschen von einem Abverkauf, in Anführungszeichen. Da ging es ein paar Pünktchen nach unten, nachdem wir hier so seitwärts tendiert hatten, der Nasdaq 8236, Dow Jones so ein bisschen gepusht von Walmart 27.738, nach wie vor Hongkong ein Thema. Da war die Rede zunächst von einer Ausgangssperre am Wochenende. Die Chinesen scheinen die Geduld zu verlieren. Das könnte ein Thema werden, vielleicht am Wochenende, dass da sich was ereignet. Wir sehen den DAX, der aktuell, wenn er denn kommt, da ist er bei 13.181 Punkten, handelt leicht schwächer, also so ein bisschen eingebremst durch die schwachen chinesischen Konjunkturdaten heute Nacht, durch Daimler eben. Und wir haben Euro-Dollar, der bei 1,1016 aktuell handelt. Gold hat sich ein bisschen erholt auf 1472 und das amerikanische
Crude Oil nach höher als erwartet ausgefallenen Lagerbeständen jetzt unter Druck bei 57,05 $. Also, das ist die Situation. Wir sind in einer bullischen Idealsituation, so meinen alle. Und da sollte man dann vielleicht ein bisschen hinterfragen, ob das so ist. Genau das werde ich tun heute in dem Webinar 20 Uhr. Ich packe den Link wieder unter das Video und wünsche jetzt das Allerbeste. Vielleicht sehen wir uns nachher. Es würde mich freuen, meine Damen und Herren. Es würde mich richtig freuen. Jetzt sage ich tschö, machen Sie es gut.